Da würde ich mal sagen, welcome back. Und wir haben mal ein bisschen was rausgefunden. Jetzt allerdings will ich erstmal wissen, was das hier ist. Gilt das jetzt als Schiffswrack oder ist das schon wieder was ganz was anderes? Ja. Das ist ja auch mal gerade so, als ob. Was bringt das denn hier? Soll das ein Schiffswrack? Das könnte schon sein, das ist fast so ähnlich angeordnet, ja. Und mit diesen Türen hier, ist es mit diesen komischen Halbtüren hier, ist ein bisschen verworren. Oh, wir haben auch wieder viel Scheiß hier drin. Also ich meine, gut, weißt du was, ehrlich gesagt, lasse ich meine Kohle sogar hier. Seltsame Suppe. Ja, was weiß ich denn? Also nicht wirklich irgendwas, was uns jetzt hier inspiriert. Das Boot hatte ich jetzt dabei, das ist schön. Also ich muss es wirklich, es ist jetzt nicht hundertprozentig immer so, aber meistens, wenn wir direkt unter einer Azalee. Ne, ich mache jetzt einfach mal eine komplett neue Vorgehensweise. Wenn wir direkt unter einer Azalee sind, sind diese üppige Höhlen, heißen die übrigens, jetzt habe ich es auch rausgefunden, üppigen Höhlen relativ häufig darunter zu finden. Und zwar so weit unten, wie diese Wurzelerde geht. Es war also eigentlich schon mal der Ansatz relativ richtig. Oder der Grundgedanke. Wie gesagt, dass die Höhle da bei mir jetzt mit Wasser gefüllt war. Das ist, ja, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich auch einfach Pech gehabt. Aber solange wie diese Wurzelerde vorhanden ist, kann es eben sein, dass wir auf so eine Höhlen treffen. Aber hier, die sind genau. Während das da schon wieder. Was ist das denn für ein Fisch, Alter? Die sind genauso hier wieder komplett mit Wasser gefüllt. Also da direkt so eine. Ich meine, es geht dann noch weiter nach unten theoretisch. Also ich will jetzt auch nicht wirklich, weil ich ja hier Angst haben muss, irgendwie zu ersüffeln. Ich muss erstmal wieder nach oben schwimmen. Boah. Also die Chance ist da. Aber halt wie gesagt, wahrscheinlich nicht immer. Nur wie tief muss ich denn hier gehen? Was ist denn das für ein Fisch, sag mal? Was bist denn du für ein Fisch? Clownfische. Ich muss wieder auftauchen. Verdammter Mist. Alter, Alter, Alter. Was kann ich denn jetzt mal weghauen vor Schreck? Der Sandstein braucht kein Mensch kommen. Ich muss mir das jetzt immer trotzdem. Also es sah jetzt zwar nicht aus wie ein Clownfisch, aber wiederum das, was der fallen gelassen hat, war Clownfisch. Jetzt habe ich es. Ist es aber komischerweise, ist es jetzt weg. Schade. Hier. Okay, da muss ich jetzt noch mal hier nach unten gehen, kurz. Da hatte ich ja auch so was gehabt. Ich muss allerdings, ich muss hier irgendwas, muss ich hier. Oder war das derselbe? Ich weiß es nicht. Jedenfalls Clownfisch und offenbar droppen die dann auch irgendwelches Zeug. Hier ist er, hier ist es noch. Kann ich jetzt irgendwas mal weghauen? Mann, ey, ich werde hier ertrinken, ich werde hier ertrinken. Es ist noch nicht ganz das, was ich haben will. Tropenfisch. Ach, Tropenfisch. Mhm. Na klar. Warum nicht? So, da drüben haben wir auf jeden Fall mal die nächste Azalee. Es, wie gesagt, es wird eine Endlosreise werden. Es wird eine Endlosreise werden, Freunde. Mann, 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 Mann. Also ich muss jetzt zusehen, dass ich hier auf jeden Fall mal Zeug einfach hier, was weiß ich, schmeiß das jetzt hier rein, ist egal. Kommen wir am Ende nie wieder her. Aber ich will das jetzt auch nicht so unnötig ins Wasser klatschen. Ich pack das jetzt einfach mal hier dran. Ist ja auch egal, fliegt ja sowieso nach unten, hat ja Schwerkraft. Bruchstein braucht kein Mensch, hier hau ich jetzt weg alles. So ein bisschen das, was wir wirklich absolut nicht brauchen. Andesit weg. Wurzelerde. Dann habe ich festgestellt, man muss tatsächlich hier sowas, blühende Azalee,
oder hier Azalee einfach auf Erde, Wurzelerde, Moos draufpacken, dass sie dann halt wächst. Ja. Ich weiß gar nicht, warte mal, ich mache mir mal schnell hier noch so, dass ich den einen Slot wenigstens voll habe. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es mir dann am Ende was bringt, aber da kann ich wenigstens das dann schon mal weghauen. 59, ja, nicht ganz. So, da kann ich nämlich das hier weghauen und das hier weghauen, weil ich es nicht unbedingt mit mir rumschleppen möchte. Jetzt aufpassen, dass ich mit dem Boot nicht wieder reinfahre, dass es nicht wieder aufsammelt. Jetzt fahre ich nochmal dahinter zu der nächsten Azalee. Die wachsen halt wirklich random. Es gibt keine direkten Azaleen-Biome. Unter diesen Azaleen so eine üppige Höhle zu finden, sagt er mir eigentlich, hier wird die Möglichkeit, aber bei mir sind die Höhlen komischerweise immer alle mit Wasser gefüllt und ich will aber eigentlich eine haben, die nicht mit Wasser gefüllt ist. Soll es geben. Soll es geben. Und da zeigt er mir auch relativ viele Bilder, wie die aussehen. Und die würden mich halt schon interessieren. Wenn wir da hinten das nächste Schwarzeichenbiom haben, was droppt denn da hinten? Ich will das nochmal sehen. Das sind wieder Azaleen. Vielleicht ist es da auch noch ein bisschen wahrscheinlicher, weil wir da gleich mehrere nebeneinander haben. Dann kommen die natürlich auch mehr oder weniger an der Oberwelt vor. Also theoretisch müssten wir nicht mal so tief graben. Ich weiß auch nicht. Das hier ist eine übelste Schlucht unter Wasser. Es ist, wie es ist. Wir müssen der ganzen Sache auf jeden Fall mal auf den Grund gehen, weil ich schon Bock auf sowas habe. Ich habe schon Bock, sowas zu finden, das sage ich euch. Wenn nicht, wie gesagt, dann müssen wir damit abschließen, aber dann haben wir zumindest mal das Zeug da. Wie gesagt, dass die halt kein eigenes... Boah, Alter, wo geht's denn hier wieder runter, ne? Im Schwarzeichenbiom einfach auch so eine Schlucht. Dass die halt auch kein eigenes Holz troppen, diese Azaleen, sondern halt an Eichenstämmen hochwachsen. Da haben wir zum Beispiel, habe ich gerade gesehen, da stehen auch einfach nur Stämme. Einfach so in der Landschaft, ohne irgendwas. Ob das vielleicht ein Hinweis ist hier? Okay. Ist ja crazy. Also hier ist es auch wieder mehr oder weniger ein bisschen unterhöhlt. Aber nach wie vor nicht ganz das, was ich hier suche. Nach wie vor nicht. Halt auch immer in Verbindung mit diesem scheiß Pflasterstein hier oder Sandstein in dem Fall. Ich mach's wieder auf die Art und Weise hier. Einfach nach unten. Ich wette, ich treffe wieder nur auf eine Wasserhöhle. Üppigen Höhlen, wie gesagt, ich hab's noch nicht rausgefunden. Ich hab's noch nicht rausgefunden, Leute. Es gibt sie. Aber sind die wirklich immer da oder nicht? Das lese ich da eben leider noch nicht so richtig heraus. Solange wie diese Wurzelerde da ist, na, ist quasi die Chance auf eine Höhle gegeben. Das habe ich so verstanden. Und die geht ja wirklich schon echt tief, ne? Hier haben wir wieder, ich wusste es doch. Es ist wieder nur Wasser. Es sind diese üppigen Höhlen hier. Weil wir haben hier unter anderem diesen Moosblock. Ja, aber wie gesagt, in der Galerie dort sind die halt einfach so und nicht hier wie bei mir unter Wasser. Ich weiß aber auch nicht, ob ich hier unter Wasser weitergraben soll. Und dann... Ja, dann... Ja, genau! Das ist es! Das ist es! Zbang! Das ist es!
So sehen die aus. Und hier haben wir auch Leuchtbären und den ganzen anderen Scheiß. Wie geil ist denn das, bitte? Und wie geil das auch einfach aussieht. Und was ist das? Was ist das? Großes Tropfblatt. Die offenbar auch nach oben wachsen. Die nehmen wir uns mal mit Leuchtbär. Hier. Oh. Da ist so eine richtig fette Blüte dran auch. Ich weiß nicht, ob das mit der Azalee zusammenhängt. Es sieht mega hammergeil aus. Und deswegen wollte ich das unbedingt finden. Du hast überall, genau, Ton. Du hast überall diese hier kleinen Wasserbehälter. Du hast massenhaft Leuchtbären. Und jetzt schmeiße ich alles raus, was ich jetzt nicht mehr brauche, weil ganz ehrlich, jetzt wird hier gelootet. Ich brauche die Wurzelerde nicht. Ich sag's dir so, wie es ist, die brauche ich nicht. Die packe ich jetzt einfach mal hier überall mit dran, die brauche ich nicht. Ich nehme jetzt hier alles mit, was es hier jetzt zu finden gibt. Aber komplett. Das ist ja smart. Wie gesagt, am Ende müssen wir natürlich ja auch irgendwie wieder raus. Notfalls einfach nur durch dieses Wasser, was wir jetzt dahin gebaut haben. Ich werde sehen, wie ich es mache. Wie gesagt, ich könnte das auch einfach wegschmeißen hier, aber es ist egal jetzt. Vielleicht dient es auch irgendwie mal zur Orientierung, wer weiß. Hier geht es nämlich auch noch in eine zweite Segmentation. Also das ist ja alles schon auch sehr, sehr tief angeordnet. Also wir müssen unfassbar aufpassen, dass wir uns jetzt hier nicht irgendwo, selbst hier, dass wir hier unten nicht irgendwo zu Tode kommen oder sonst was. Es geht hier relativ tief nach unten. So, Granit brauchen wir nicht. Wir brauchen auch keinen Sandstein, ehrlicherweise. Nehmen jetzt einfach mal diese Dinger hier mit, dass wir einen 64er voll haben, weil die können wir bestimmt irgendwo anpflanzen. Leuchtbären nehmen wir mit, logischerweise. Aber es ist schon trotzdem. Also wir müssen das jetzt erstmal ganz kurz sacken lassen. Wie geil das bitteschön aussieht. Oder? Also da habe ich doch nicht zu viel versprochen. Und als ob ich es gefunden habe, ey. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass ich es wirklich finde. Aber hatte irgendwie die Hoffnung, wenn wir in die Biome gehen, wo wir noch nicht waren, dass wir dann wirklich das Glück haben, sowas zu finden. Das ist ja mal mega smart. Finde ich da, also wie geil finde ich das denn gerade? Wow, also ich muss mich irgendwie versuchen, da hochzubauen. Ich will gucken, was das für eine Blüte ist, die da oben wächst. Mit was mache ich denn das am besten? Wurzelerde erstmal, oder? Einfach erstmal nach oben bauen. Komplett random. Ich habe ja hier noch alles dabei, aber ich will wissen, was das ist. Oh, da war sie. Hier. Eine Spornblüte. Okay. Was ist das nur wieder? Weiß ich nicht. Also Eisen nehme ich natürlich auch mit. Das ist jetzt so ein absolutes Nebenprodukt. Also wo wir uns sonst immer so auf Eisen fixiert haben und das an jeder Stelle mitgenommen haben. Hier ist es ja fast unnötig, aber Leuchtbären, gut, die fallen jetzt natürlich mehr oder weniger alle nach unten, aber die nehme ich mit. Die nehme ich einfach mit, damit wir da mal einfach was da haben von dem Zeug. Wie gesagt, die wachsen natürlich alle hier von oben runter, machen diese Höhlen natürlich auch hell. Klar, die haben ein eigenes Lichtlevel, diese Leuchtbären, das haben wir ja nur in der Zwischenzeit auch schon gelernt und auch schon festgestellt. Aber es ist, ich weiß nicht, so geil. Ich feiere das hier gerade übel. Mal gucken. Also, boah, wo geht das hier hin, ey? Das ist ja sowas von geil. Müssen halt wirklich trotzdem aufpassen. Was ist das? Axolotl! Es gibt ja auch verdammte Axolotl. Davon habe ich auch gehört. Stimmt, die sehen wir auch das erste Mal. Axolotl. Die sind so cool. Boah, die will ich streicheln, anfassen, mitnehmen. Das wird nicht gehen, aber Axolotl, ja, die gibt's auch hier unten. Oh, es ist so geil. Ich schwärme gerade. Da
Da gibt es noch mehr solche Sporenbilder. Wir nehmen ja alles mit. In der nächsten Folge wird hier gelootet.